einige nennen mich auch immer mal wieder gerne Delay, obwohl die Buchstaben getauscht haben, wo ich mir denke, so, ihr wart. Ja, lieber zu spät als zu früh. Wobei 5 Minuten in Sonne den Kohl jetzt auch nicht fett machen. Wobei 5 Minuten allerdings auch irgendwie viel ausmachen können, lass nicht drüber reden. You're right. Oh. Okay. Ich glaube, wir hauen ab. Ja, ich glaube. Bevor das hier noch irgendwie ausatmet. Ich wollte gerade fragen, wird's etwa unangenehm? Nö. Ach, Quatsch. Ich habe diese, das Ding ist so, dass ich diese Barriere schon lange verloren habe. Also weißt du, wenn Dinge unangenehm werden, dann, manche Leute empfinden dann sowas wie, weiß nicht, die finden das awkward so, mir ist sowas scheißegal. Marcio umarmt das. Was für, wie findet ihr das? Wie heißt das Wort? Ich hab's vergessen. Awkward. Alright. Komisch, seltsam, weißt du? Ach so, you're right. Kennst du das? Du stehst so mit so jemandem da und du redest und dann gehen dir so die Gesprächsthemen aus und dann ist da so eine Stille, die so komisch ist. Yeah. Und dieses komische Gefühl, das habe ich komplett verloren. Mir ist das scheißegal. Ich empfinde sowas nicht. Mhm. Ja, das stört mich eigentlich auch. Er steht dann einfach da und schweigt und schaut in die Gegend rum und alle anderen so... Das kann ich auch. Einfach eine Fresse halten. Lass mich raten. Ja. Entweder das oder er sagt, schön habt ihr hier. Schön habt ihr es auf jeden Fall da oben. Dann geht wer jetzt? Ja, wir gehen. Also wie mit dem Joint bauen, wo andere sagen, ja, wir bauen die besten Joints der Welt, sagen wahrscheinlich andere. Der eine dreht auf links, der andere dreht auf rechts. Ja, huh? Yeah, right. Der andere kann gar nicht drehen, weil der raucht halt Bong. Ist auch scheißegal. Das Ziel ist doch einfach nur der Weg. Yeah, right. Das Ziel ist das Weg. Ja, yeah, right. Ist egal. Sprachen lernen, Bubble. Was denn? Fick dich. Bubble, Mann. Was? Keine Ahnung. Der irgendwas war das jetzt irgendwie eine, so eine zweideutige Andeutung, dass du mir einen blasen willst? Bubbeln, blasen? Ja, oder ich will dir keine Fresse. Nee, auch nicht. Also lieber blasen. Ja, das musst du mir jetzt mal erklären. Was ist Bubble? Was mit Bubble lernen? Was ist, warum ist blasen lernen? Wenn du dich Bro. Die ganze Zeit versprichst, dann, ja, dann aber bubbelst du, you know? Deswegen Sprachen lernen, Bubble. Dann. Keine Ahnung, Mann. Ja, right. Ja, keine Ahnung. Was nimmst du? Trägst du so einen Schwachsinn von den Weißen, Mann, mit dir rum, Bro? Ich versuche mich anzupassen, wenn ich am Start bin. Oder das sind ja die Weißen. Oh, oder sorry. Mit dem Anpassen, das hat bei deiner Geburt aufgehört, als du schwarz geboren wurdest. Da ist nichts mehr mit Anpassen. Holy fuck. Yo, Bro. Du kriegst $1000 von mir, wenn du da reinkletterst und dem in der Mitte einen fetten Klaps auf den Arsch gibst. Du musst aber nicht, dass das für dich aufsticht. Ihr Radar macht's halt wirklich. Holy shit. Meinst du, die gehen dann auf uns los? Ihr Radar, ich nehm schon mal Abstand vom Zaun. Go Jam! Go Jam! Hier riecht's komisch. Yeah, right. Die wird auch gerade mega mächtig geschissen. Ist Jams Buchse voll. Und ja, mach langsam. Die könnten die nicht, dass sie sich umdrehen und dann... Du weißt schon... Ich brauch dich noch, Bro. Yo, holy shit! Was er Gas gegeben hat. Easy peace. Kenrick, dann nimm mal gleich mein Bier an, wenn du... Right. Was ist das denn, Bruder? Ey, Bro, da war eine riesige Echse. Holy shit, man, es tut mir echt leid. Das war ein riesen Vieh. Oh, fuck, man.
Hast du das nicht über deinen Fuß eben rennen sehen, das Vieh? Also, ey, Mann, gut, dass du es erwischt hast. Yeah, right, das, yeah. Das kommt nächstes Mal bei Kalle auf den Chili-Hotdog, das merkt er gar nicht. Das ist interessant zu hören und zu sehen. Ich höre halt interessant, das ist auf jeden Fall sowieso was halt jetzt... Was soll das? Gerade ernsthaft ging. Holy shit! Haben die gesoffen? Keine Ahnung, ich hab die sind besoffen, ja. Oh, guck mal, riech mal. Ist, riecht voll lecker. Und die ist lila, guck mal, purple. Oh mein Gott. Right. Meine Nase ist verstopft, Mann, ich bin krank. Ich riech jetzt nicht wirklich viel. Jetzt machst du fast wie ein Elefantenfisch. Oh shit. Mach das nicht. Jetzt einfach bei uns in die Garage. Meditiert ihr jetzt gerade mit der Pflanze? Jawohl. Also irgendwie fühle ich meinen Tanktop irgendwie, kein Plan. Ich fühle das irgendwie. Das passt zu meiner... Yeah, right. Das sind die ganzen Nervenbahnen auf der Haut und die nehmen sowas auf und führen das zu deinem Gehirn hoch und das nennt man dann fühlen. Yeah, right. Das meine ich aber nicht. Ach so. Was, du hast ja eben gesagt, du fühlst dein... Ja, yeah, right. Tanktop. Fühlen im Sinne von, Mann, ich finde das voll fresh so. Ach so, alright. Ja, ja. Passt zu meinem Bandana, Mann. Also mein Bandana auf dem Kopf. Das andere ist eine Flag. Auch wenn das andere, ich würde auch sagen, das fühle ich, aber irgendwie, ich fühle da nichts. Okay. Also nicht jetzt frontmäßig, sondern ich habe deinen Tanktop ja nicht an, deswegen ich kann es auch nicht fühlen. Ja, ist okay, halt die Fresse. Holy fuck. Nein, so war es nicht gemeint, Mann. Was kannst du sagen, wie redest du mit mir jetzt? Ja, right. Sorry, Mann. Ich hab zu wieder so viel zu uns geraut, Mann. Warte, das gibt gleich Minuspunkte in der B-Note. So. Okay. Ja, right. So. Mob morgen wieder run. So. Gleich korrektieren. Halt mal Bloodout machen. Ja, ja, right. Ja. Ja, fühle ich, man. Alright, wie... Alright, wie fühlst du jetzt... Alright, ich will nicht wissen, was du fühlst, aber ja, right. Alter. Cops vor uns. Alright, was die Cops sind. Ja, right, ich meine ja nur, dass du die nicht mit 200 überholst vielleicht. Das nervt die gleich wieder. Irgendwie hätte ich ja schon Bock drauf. Aber du hast mich dabei, dann sind wir langsamer. Ja, right, ob mich das jetzt irgendwie stören würde. Ja, Bulle, fahr schön an 80 km/h. Oh, shit. Vorfahrt geklaut. Hier, right. Die wollten nur gucken, ob wir schnell fahren. Schön rechts vor links genommen.
Vor allem, die sind doch nur da lang gefahren, weil sie gucken wollten, wie schnell wir fahren. Right. Was für Vollidioten. Wolke hier drinne. Yeah, right. Du ver... Warte, was ist jetzt? Lass uns umdrehen, bitte. Was? Wer hat das veranlasst? Wer hat das veranlasst? Mein Gott, Hilfe. Ich darf es auch nicht vergessen gerade. Warte, ich hab nur gerufen. Vielleicht kannst du mir das erklären, was ist ein Caravana? Was ist das? Caravana? Also eine Karawane, das ist in der Wüste, da ziehen dann Leute mit ihren Kamelen durch die Wüste. Nennt sich Karawane, die ziehen von einem Platz zum nächsten Platz. Alright, ja, die ein Konvoi halt. Der Konvoi zieht weiter. Ja, genau. Ein Konvoi aus Kamelen. Wir machen daraus mal ein Hip-Hop-Lied. Der Konvoi zieht weiter. Die Melina Ackerberg wollte das und Mel hat gesagt, ich soll das mal eben raussuchen, weil ich das gerne hören möchte und dies, das, bla bla. Ja. Und dann in den Song hieß es irgendwie, der Sultan hat Durst. Da habe ich mich gefragt, warum tankt man ihn denn nicht? Ah, jetzt verstehe ich das, you're right. Das, haben die wenigstens in einem Lied ein RS, oder? Das war ein Classic. Roberto, ey. Die haben den Viersitzer. Ah, you're right. Jetzt verstehe ich den Song auch. Damit die Leute auch mitkriegen, weißt du? Hin und her und so. Die fahren Konvoi mit einem Sultan und der hat ziemlich viel Durst. You're right, das ist natürlich you're right. Ja, krass, oder? Das ist eigentlich... Macht Sinn. Das ist so ein deutsches Gangsterlied bestimmt, you're right. Ja. Das haben bestimmt die ganzen Kriminellen oder so.